Hallo, der Weiße Ritter hier. Ich erkläre euch heute, weil ich mehrmals gefragt wurde, wie mein Ozolith-Deck Mono Blau in Magic the Gathering Arena funktioniert. Ist ein bisschen ungewöhnlich, auf Platin-Ebene Mono Blau zu spielen und dann auch noch mit Artefakten. Ich würde euch einfach mal zeigen, wie so ein Spiel mit dem Ozolithen-Deck läuft. Erkläre euch ein bisschen was dazu. Und ich würde mich freuen, wenn euch das Spaß gemacht hat und ihr vielleicht ein paar Anregungen für euch mitgenommen habt. Wir starten einfach mal ein neues Spiel. Die Besonderheit bei dem Ozolithen-Deck ist, dass die Karten, die dort gespielt werden, mit jeder Runde besser werden. Das ist vor allem dieser eine neue aus der neuen Serie, dieser Mecha-Godzilla. Der ist eine Artefaktkreatur, die jede Runde einen neuen Token dazu bekommt. Dieser Token hat die Eigenschaft, entweder muss es fliegend sein, Erstschlag, Todesberührung, Fluchsicher, Lebensverknüpfung, bedrohlich, Reichweite, Trampelschaden, Wachsamkeit oder plus 1 plus 1. Da kommt natürlich nach einer Weile was ganz zusammen. Besonders beliebt ist natürlich Fluchsicherheit. Der Clou ist, dass wenn man diese Karten auf den Tisch bekommt, dass man dann die Tokens, selbst wenn die Kreatur zerstört wird durch direkten Schaden, Blocken oder andere Effekte, die Token auf dem Ozolithen landen und von dort benutzt werden können, um andere Kreaturen stärker zu machen, beziehungsweise um Kreaturen, die schon im Spiel sind, die man schon benutzt, entsprechend hochzupowern. Ansonsten basiert das Deck sehr stark auf Counterspell-Technik und ein bisschen Hellsicht dazu mit ein bisschen Card Draw. Das heißt, man guckt sich erstmal an, was die Gegner so machen, hebt sich ein bisschen was auf, um gegebenenfalls reagieren zu können und muss sich dann überlegen, wie man reagiert. Bei dem Deck ist es durchaus normal, am Anfang erstmal ein bisschen Schaden zu kassieren. Das ist keine ungewöhnliche Geschichte. Meistens bin ich erstmal schon auf unter 10 Lebenspunkte, bevor ich so richtig ins Spiel reinkomme. Aber das hat den großen Vorteil, dass wenn man dann anfängt, seine Token-Armada aufzubauen, dass man dann den Gegner eben auch ganz schön zusetzen kann. Und gerade wenn dann auch Fluchsicherheit mit im Spiel ist, dann kann man definitiv dem Gegner einiges an Ärger bereiten. Ja, grundsätzlich wollen wir nicht unbedingt angreifen. Der Trick ist ja jetzt Token zu erzeugen. Token zum Beispiel auch über den Brack geborenen Meuchler. Der Lazotep-Schutz erzeugt eine 1-1 Token-Kreatur, ein Zombie. Mit dem Omen des Meeres gucke ich mir nach Möglichkeit neue Karten an und ich hoffe natürlich, dass ich jetzt gleich ein Land ziehe. Das heißt, ich werde jetzt erstmal nichts anderes machen, außer gleich den Omen des Meeres zu spielen, um möglichst eine Landkarte zu kriegen, damit ich meinen ersten Mecha-Godzilla auf den Tisch bekomme. Die kleinen Kreaturen, die ihr jetzt spielt, tun mir erstmal nicht besonders weh. Wie gesagt, am Anfang kassiert man erstmal so ein bisschen Schaden durch die gegnerischen Kreaturen, gerade wenn das eine Geschichte ist, die erstmal flott losgeht, so wie bei Hero 3. In dem Fall kein Mana mehr da, keine besonderen Effekte zu befürchten. Dann mache ich meinen Meuchler erstmal stärker. Habe jetzt zwar schöne Karten zur Auswahl, aber wir brauchen Land. Und jetzt kann ich zum Beispiel ohne große Bedenken hier den 1-1 herausnehmen. Das Spiel mit diesem Deck basiert sehr stark auf dem Überraschungsmoment. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Den darf man auch nicht aus der Hand geben. Ich muss mir jetzt zum Beispiel überlegen, ob ich einen Counterspell mir vorbereite, einen Vierer Zauber. Ich glaube aber bei dem vielen Kleinkram, den er hier mitbringt, ist für mich jetzt die bessere Wahl der Waffenschmied. Der erlaubt mir auch ohne Mana nächste Runde ein Artefakt zu spielen. Die haben alle Erstschlag, das heißt, der Meuchler bringt mir als Blocker herzlich wenig. Jetzt sammle ich den ersten Token. Es sieht jetzt erstmal, für die meisten sieht das doof aus, nach dem Motto, wieso greifst du an, jetzt hast du da einen verschwendet. Der Clou ist eben, den Token hier drauf zu bekommen. Ich hätte ihn natürlich grundsätzlich auch als Blocker verwenden können, das wäre eine Alternative gewesen.
Aber ich will eben diese Token hier sammeln, um entsprechend Kreaturen dann stärker zu machen. Speziell, wenn ich ihn hoffentlich gleich spielen kann, wenn die mir meinen Waffenschmied nicht wegnehmen. Dann eben den Mechagodzilla auf den Tisch bringen, denn das ist unsere Hauptwaffe, zusammen mit der steinernen Schlange, die hoffentlich auch später noch zu sehen sein wird. Die lege ich jetzt getappt. Normalerweise würde sie mir im Instant oder ja, ich sage immer Instant von früher, Spontanzauber, entsprechend mit ins Spiel geben. Und da haben wir jetzt also auch schon unseren 4-4er mit Lebensverknüpfung. Fluss-Sicherheit wäre mir gegen Rot-Weiß lieber gewesen, aber gut, wir müssen nehmen, was kommt. Reichweite wäre auch nicht schlecht gewesen gegen den Himmelsritter, aber jetzt hat er schon mal Bauchschmerzen, weil so ein 4-4er mit Lebensverknüpfung, da muss er schon mal erstmal dran vorbei. Ein Mana mehr wäre schön gewesen. Na gut. Da gehen jetzt immer ein paar Lebenspunkte weg. Aber wenn das alles ist, was er hat, die Stadt Weiße Razzia, die macht mir nicht allzu viel Bauchschmerzen, denn die Token kriege ich ja auf die neuen Kreaturen wieder drauf. Jetzt habe ich dann auch endlich Counter-Mana, kann also sprich meine Karten schützen, wenn wieder so ein Käse kommt. Bewege natürlich die Token wieder hier auf meinen Golem drauf. Der hat jetzt noch ein paar schöne Extras dazu bekommen und wir schauen einfach mal, wie der nächste Zug sich entwickelt. So, den nehmen wir mal raus. Der ist jetzt ein bisschen zu stark. Und dann gucken wir mal. Der Flieger kommt natürlich, das ist klar. Aber noch nicht mal das. Nette Geste, habe ich kein Problem mit. Wir legen die Sprengzone. Die Sprengzone ist gegen so ein Deck ganz böse, weil die ganzen Beanies hier alle mit Kleinkram kommen. Ich muss mir jetzt überlegen, ob ich jetzt noch einen Token drauflege und mir die Zweier damit hole. Aber ich glaube, ich könnte die Gunst der Stunde nutzen und die zwei Champions daraus nehmen. Zumal ich bei Zweiern selber auch den Waffenschmied verlieren würde. Dann heben wir uns das auf. Das können wir ja auch im Zug des Gegners machen. Da müssen wir jetzt noch nichts groß tun. So, jetzt habe ich hier Flugsicherheit. Das ist eine sehr gute Sache. Dann kann er mich nur noch mit ganz allgemeinen Spells irgendwo ärgern. Das ist eigentlich genau das, was wir wollen. Flugsicherheit, Wachsamkeit, Lebensverknüpfung. Erstschlag ist noch ein Extra, was man sich wünscht. Jetzt können wir uns also überlegen, ob wir ein bisschen offensiver werden, wenn ich die Sprengzone benutze. Er hat nur noch einen Spell auf der Hand. Das würde ich mal riskieren. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal seine Ritter raus. Den Ozolithen ziehen wir schon wieder nach. Dadurch, dass wir vier Stück im Deck haben und der legendär ist, kann ich sowieso selten mehr als einen wirklich gebrauchen. So, er hat jetzt hier immer noch vier Schadenspunkte. Ich habe noch keinen Erstschlag. Wir müssen also noch einen Moment warten und noch ein bisschen aufbauen. Na, das wird für ihn jetzt schon ein bisschen schwieriger. Wenn er jetzt den Himmelsritter schickt und der kleine 1-1 damit kommen sollte, dann hat er auch das Problem, dass er mir nur über meinen Blocker hier Lebenspunkte schenkt. Da kann er kein Interesse dran haben. Wir warten ab, was er in seinem Zug macht. Wir haben Counterspells auf der Hand. Wir schauen mal, was der dazu bekommt, der Mechagodzilla. Er fliegt. Das ist jetzt sehr nett, vor allem mit Wachsamkeit zusammen. Das heißt, wir können jetzt anfangen, die verlorenen Lebenspunkte wieder rauszuholen. Ja, der hilft ihm nicht, der blockt ja nun mal nicht. Schauen wir mal, was er da noch Schönes macht. Gut, er lässt ihn einfach durch, hätte ich an seiner Stelle auch gemacht. Wir warten gemütlich ab, was er in seinem Zug macht. Wie gesagt, wir sind hier auf Platin-Niveau. Da muss man schon ein bisschen aufpassen mit dem, was die Gegner so treiben. Das ist eigentlich nichts, was uns im Moment so richtig gefällt. Den countern wir mal.
Die Sylphide ist sehr nett, weil sie gerade gegen schnelle Decks einen beliebigen Spruch countert. Die sind nicht davon abhängig, wie bei Negieren, dass es ein Nicht-Kreaturspruch ist. Oder wie bei Essenzzerstörung, dass es eine Kreatur sein muss. Da ist also die Sylphide sehr nett mit ihrem Abenteuer und sie bringt hier vor allem als 2-1-Flieger auch noch ein bisschen Druck für den Gegner. Wenn ich die dann auch noch mit Marken verstärke, falls sie die einzige Kreatur sein sollte, die überlebt, dann wird es für den Gegner schon sehr, sehr unangenehm. Wir behalten unser Mana. Wir können ja, wenn er nicht spielt, das wir countern müssen, immer noch dies oben des Meeres benutzen, um entsprechend unser Deck weiter zu pimpen. Jetzt können wir mit Bedrohlichkeit angreifen. Das wird für ihn jetzt schon ein richtig großes Problem, denn das sieht nicht so aus, als ob er den nicht so schnell loswerden würde. Er versucht jetzt mit Masse zu kommen. Ich denke mal, er hat einen Ansturm. Diese Karte, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, wo alle Weißen oder alle seine Kreaturen plus 2 plus 1 bekommen. Die wird er sicherlich auf der Hand haben, wird versuchen, mich damit zu überrennen. Brauchen wir keine Sorge haben, einmal negieren. Und die Nummer ist vom Tisch. Den kann er ruhig bekommen, obwohl der hat wahrscheinlich nicht viel schlimmere Sachen. Ich würde sagen, den countern wir mal und gönnen uns hier lieber noch eine Marke. So, jetzt sind wir schon kurz vorm GG, Good Game. Ich denke mal, das wird nicht mehr lange dauern. Gucken wir mal, ob er angreift. Legen wir noch den hier mit auf den Tisch. Der ist sehr nett. Karten ziehen und Flieger und ein Mana und aufblitzen. Aus meiner Sicht eigentlich eine völlige OP-Karte, da es unser Ersatz-Ozu geht. Das war vorhin auch ein bisschen riskant, den zu sprengen, aber wir mussten ein bisschen Druck rausnehmen aus der Offensive des Gegners. Dadurch, dass 4 Stück im Deck sind, passiert es mir eher, dass ich zu viele Ozolithen auf der Hand rumliegen habe, als dass ich dann zu wenige bekomme. Insofern kann man mal schon mal riskieren, einen wegzugeben, wenn man noch ein paar Counterspells in der Hinterhand hat. Ein bisschen Risiko ist immer dabei, ganz klar. Aber wie gesagt, unser Mechagodzilla ist hier relativ unangefochten Herr des Schlachtfelds und da kann er sich noch so viele Token bauen. Das hilft ihm wenig. So, wir können ihn schon mal anzählen, mal gucken. Wenn er nichts Besonderes gezogen hat, gehe ich davon aus, dass er dann eh gleich concedet. Man sieht also mit relativ wenig Mana, mit ein bisschen Kontrolle, mit ein bisschen Hellsicht und vor allem eben mit dem Ansammeln der Tokens kann man also mit Mono Blau ein relativ druckstarkes Deck aufbauen. Selbst gegen Rush-Decks hat man einigermaßen Power, weil dadurch, dass die Godzillas sich doch ganz schön aufplustern, wird es für den Gegner sehr schwer, da durchzukommen. Ich hoffe, der kriegt gleich noch Erstschlag dazu, dann ist die Nummer eigentlich endgültig vom Tisch, dann kann er auch mit seinen Himmelsrittern ruhig blocken. Gut, wir haben nichts, was wir spielen müssten. Ah, noch ein Land, das ist schön. Jetzt kann man auch anfangen, wieder Karten zu ziehen, wenn der Zug des Gegners durch ist und wir nichts zum Countern auf dem Tisch bekommen haben. Dann schauen wir mal. Jetzt müsste eigentlich eine, was haben wir da noch gekriegt? Trampelschaden. Also immer nur zur Akte. Wir haben jetzt Wachsamkeit, Lebensverknüpfung, Fluchsicher, Fliegen, Bedrohlich, Trampelschaden und Reichweite. Das ist also eine durchaus leckere Mischung und mit 5-5 hat er auch keinen, den er da richtig verwenden kann, um uns aufzuhalten. Und wir kriegen jedes Mal die 5 Schaden, die wir machen, als Lebenspunkte gut geschrieben. Das ist für ihn fast nicht zu halten. Naja, er ist sehr zurückhaltend. An seiner Stelle hätte ich schon längst versucht, mit der Masse noch ein bisschen was rauszuholen. Aber ich denke, er wartet auf den Spell, wo alle 2 plus 2 plus 1 kriegen. Und wenn er den jetzt nicht hat, dann ist das Ding auch durch. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Und damit ist es dem auch gegessen. Gutes Spiel, vielen Dank. Und wir machen noch ein bisschen Show am Ende, damit er weiß, was ihn noch erwartet hätte.
noch einen kleinen Zombie als extra. Flugsicherheit vor allem für den Spieler wichtig bei dem Lazzotet-Schutz, weil ich oft natürlich gerade sowas wie Angrats Raserei, ein Spieler deiner Wahl muss entsprechend Karten oder eine Kreatur zerstören oder irgendwas in der Art. Das wollen wir nicht und da sind wir natürlich darauf angewiesen, dass wir den Mist irgendwie loswerden. So, dadurch, dass der trampelt und dadurch, dass er mit Zweien geblockt werden muss, ist die Nummer eigentlich jetzt durch. Das war's. Er hätte noch Performer blocken können, aber das hat er wohl eingesehen, dass ihn das nicht wirklich weiterbringt. Gut, wie gesagt, immer ein bisschen wackelig am Anfang. Man muss erstmal einstecken, bevor man austeilen kann. Ihr habt jetzt ein paar Karten, die Schlüsselkarten sind in dem Deck noch nicht unbedingt gesehen. Die werde ich euch jetzt mal, bevor ich dann den kleinen Mitschnitt hier beende, werde ich euch die mal kurz zeigen. Also, wir haben den spektralen Seemann, den habt ihr schon gesehen. Der Ozolith ist viermal drin. Wir benutzen Ablöschen für frühe Counter. Wir haben den Waffenschmied, der uns Artefaktmana generiert und der theoretisch auch als Blocker dienen kann mit 1-3 für 2 Mana. Kann er uns schon mal hier oder da den ersten Angreifer aufhalten. Den Meuchler habt ihr gesehen, der wird stärker, wenn ich Counterspells spiele. Der Essenzfang ist relativ wichtig, weil wir auch noch zusätzlich zum Countern die Marken bekommen. Froschifizieren ist eine sehr schöne Karte, die gut funktioniert, wenn der Gegner irgendwas hinlegt, was uns Bauchschmerzen macht mit Spezialfähigkeiten, so nach dem Motto, tappe dies, mache das, das wollen wir auch nicht, da ist Froschifizieren eine schöne Wahl. Ich habe aber festgestellt, mehr als zweimal braucht das Deck den nicht. Hypnotisierende Sylphide haben wir schon besprochen, ist eine schöne Kombination aus Counterspell, fliegender Kreatur. Der Lazotep-Schutz recht wichtig. Wir kriegen eine Counterarmee und können vor allem Karten abwehren, die den Spieler direkt auswählen müssen. Wir haben Negieren drin für Nicht-Kreatur-Spells, das Omen des Meeres, für Hellsicht-Kartendraw ein bisschen. Der verächtliche Hieb für spätere Late-Game, wenn sehr starke Spells kommen, wir countern Mana, Kosten von 4 oder mehr. Emry ist eine sehr schöne Karte in dem Deck. Wenn meine Artefakte nach einer Weile auch mal hier oder da über den Jordan gehen, kann ich mit ihr Artefakte aus dem Friedhof wiederholen und spielen. Und das ist vor allem dann im Late Game eine Schlüsselkarte. Nahset spiele ich nur einmal. Das ist vor allem gegen Card Draw Decks. Kein Gegner kann mehr als eine Karte pro Zug ziehen. Außerdem kann ich mit 5 Marken und jeweils 2 Kosten mir die obersten 4 Karten angucken und mir damit mehr oder weniger ein Counterspell ziehen. Oder ein Artefakt wahlweise. Dovin ist der einzige Splash Weiß hier in dem Deck, auch wenn ich kein Weiß brauche, um ihn zu spielen. Die Artefakte, Spontanzauber, Hexereien des Gegners kosten einen mehr. Brauchen wir, falls wir gegen ein anderes Counterspell-Deck spielen, dann wollen wir es ihm natürlich entsprechend schwer machen. Außerdem verhindere bis zu deinem nächsten Zug einen Schaden, der einer bleibenden Karte deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert, zugefügt wurde oder von mir zugefügt wird. Das brauchen wir, wenn er so ein 20-20 Trample-Riesen auf den Tisch kriegt. Das ist eine hilfreiche Sache, um den erstmal rauszunehmen und trotzdem weiterhin angreifen und verteidigen zu können. Kernkarte ist ganz klar der kristalline Riese, auch Mechagodzilla genannt. Der bläst sich, wie gesagt, jede Runde mit dem Token auf. Die steinerne Schlange, auch eine sehr schöne Karte. Spiele ich durchaus im Early Game auch mal nur für einen Mana. Hat Reichweite, verursacht Trampelschaden und vor allem, sie hat Schutz vor allem mehrfarbigen. Also auch mit einer 1-1er steinernen Schlange lässt sich ein, egal wie starker, gegnerischer, mehrfarbiger Zauberspruch beim Blocken aufhalten und vor allem, der Gegner kann auch nicht blocken. Und natürlich kann sie auch nicht zerstört werden von solchen Karten. Die ist deswegen auch sehr wertvoll. Ich spiele sie tatsächlich auch schon mit dem ersten Mana, was ich habe, lege ich sie oft auf den Tisch. Sie kann dann ja später über Token verstärkt werden. Manipulation der Massen ist ein bisschen so ein Notfall-Reset. Wenn ich merke, ich habe einen Gegner, der mir große Bauchschmerzen macht und viele Sachen hinlegt, an denen ich nicht wirklich vorbeikomme,
dann ist die einzige Lösung, wenn man genügend Mana hat im Late Game, um die sich dann einfach zu holen. Klar, gegen Counterspells sieht man dann auch alt aus, aber in der Regel kommt man mit der Manipulation der Massen auch irgendwann durch. 12 Inseln, 3 mystische Heiligtümer. Wenn die ins Spiel kommen und ich habe 3 Inseln, kriege ich eine Spontan- oder Hexereikarte aus meinem Friedhof zurück oben auf die Bibliothek. Ist vor allem dann schön, wenn man den passenden Counterspell wieder zurück oben aufs Deck legen möchte. Schloss Vantras ist schön, weil man für 4 Mana und Tappen Hellsicht 2 anwenden kann. Zählt leider nicht als Insel, wäre noch ein nettes Extra, aber man kann ja nicht alles haben. Das Labyrinth von Skophos ist drin. Finde ich eine sehr schöne Karte, ist immer wieder gut, um einen Kampf zu seinen eigenen Gunsten zu manipulieren, wenn es mal spitz auf Knopf steht. Irgendein Spontanzauber des Gegners, der eine Kreatur unerwartet stark macht oder sie schützt, damit man sie notfalls aus dem Kampf wieder raus, wenn man genügend Mana auf dem Tisch liegen hat. Dann zuletzt die Sprengzone, haben wir auch gesehen. Gegen Vini-Decks oder auch Umwandlungsdecks, wo alles so im Bereich 1, 2, 3 Mana kostet. Die ist sehr wertvoll, wenn man sie dann benutzen kann, um ein paar der Sachen schnell und einfach wegzuräumen. Meistens auch mit Verlusten auf der eigenen Seite, aber die sind verschmerzbar. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt das Deck mal im Einsatz gesehen, wisst, wie es funktioniert. Mein Ingame-Name ist der Weiße Ritter. Falls ihr mich addieren wollt, ist es in Englisch geschrieben, The White Knight. Mein Player-Tag ist die 86268 und wer Lust hat, darf sich gerne als Freund bei mir melden. Ich bin auch durchaus mal für ein paar Probespiele zu haben zum Deckstesten und so weiter. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend, viel Spaß beim Ausprobieren und wer Lust hat, kann mir natürlich auch eine Nachricht schicken, dann gebe ich den Deckcode auch gerne weiter zum Ausprobieren und selber damit spielen. Ich wünsche euch noch viel Spaß, macht's gut. Tschüss vom Ritter. Ciao.